Jo Leute, ich bin's wieder, euer Pyrogott. Und ja, ich zeige euch heute erstmal, was ich mir alles für Silvester gegönnt habe. Es ist nicht allzu viel. Wir haben heute, glaube ich, den 29.12. Und ja, ich freue mich mega auf Silvester und ich zeige es euch einfach mal. Also erstmal haben wir hier vorne die... Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Das sind einfach nur Blinker. Die heißen Strobe von Te was? Ist das jetzt Englisch? Ach, keine Ahnung. Strobe Fontaine oder wie auch immer. Ja, das scheint polnisch zu sein hier. Von Jorge. Und davon habe ich mir 5 Stück geholt. Und ja, dann habe ich hier so eine Airhorn-Teil. Das, ja, dachte ich mir, ich hab das im Schrank gefunden, dann dachte ich mir, naja, warum nicht? Kann ich eigentlich zu Silvester auch mal gut noch benutzen. Und ja, dann kommen wir mal zum Hauptteil, nämlich FP3. Habe ich hier 9-mal die 2015er und einmal eine Packung von den 2014ern. Weil ich hatte eigentlich noch 10 andere Packungen oder so, aber die sind leider... Also ein paar habe ich verkauft und die anderen sind, habe ich schon weggeknallt. Hier haben wir noch ein Legen, ein von 2014. Das sieht man hier. Hoffentlich fokussiert das jetzt. Na, Fokus. Ach, leck mich doch. Hier an der 14, die hier steht. Und ja, die haben ein NEC von 3 Gramm. Und ja, ich denke, viel mehr gibt es nicht davon zu sagen, dazu zu sagen. Sie sind von Jorge. So sieht eine volle Packung aus. Und ja, dann habe ich hier noch ein Bengalo. Was gibt es dazu zu sagen? Keine Ahnung, ist eigentlich bloß ist so eine Art Signalfackel. Also, und dann habe ich hier noch so einen Rauchtopf. Das ist auch wieder so ein Signalding. Hier einfach dran ziehen. Und dann geht da ja 4 Minuten oder so. Kommt dann da orange nach Rauch raus. Und zu dem Besten, was ich heute habe, ihr seht schon, habe ich hier eine Kugelbombe. Die, keine Ahnung, Red Wave. Ich habe es einfach so, ich wurde gefragt, na, willst du noch eine? Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und keine Ahnung, was, wie viel Inch das jetzt ist oder so, aber die ist schon ordentlich, also die ist bisschen größer als meine Faust. Leider kann ich kein Chinesisch. Ja, vielleicht steht das ja hier drauf auf dem kleinen gelben. Nee, steht nicht drauf. Das ist hier rot, also rote Welle heißt das auf Deutsch. Mit solchen Crackling-Teilen, mit solchen Bouquets halt. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo hier in meiner Stadt so ein Teil hochgegangen ist. Ich glaube, es ist einfach genau dasselbe wie in dem Video. Alter! Oh, Junge! Alter! Hier wird schon ordentlich wumsen. Und ja. So, das ist erstmal im Gesamtüberblick. Hier ist es mir schon wieder runtergefallen, ja. Ja, morgen werde ich nochmal ins Kaufland oder so gehen oder zu Lidl oder keine Ahnung. Werde ich einfach mal irgendwo hingehen und mir noch ein paar Raketen kaufen, weil ich habe ehrlich gesagt, es ist mittlerweile für Silvester schon an die 200 € rausgehauen. Sieht zwar nicht aus wie 200 €, aber es ist nicht billig. Also jedenfalls werde ich mir noch für 20 € oder so ein Raketenset holen, wo nur Raketen drin sind und es reicht dann erstmal. Ihr werdet von allem hier Videos sehen. Bewerten, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.